Hallo liebe Zuschauer und damit ganz herzlich willkommen in Polaris, hier in Let's Play Wizard 101. In der letzten Folge haben wir viele Gespräche geführt und sind jetzt hier endlich in der neuen Welt angekommen. Sieht schon mega schön aus in dieser Taverne hier. Sehr detailreich gemacht, muss man ja sagen. Gefällt mir auf jeden Fall. Ja, hier wird sich Luna ja richtig wie zu Hause fühlen. Nehme ich mal an. Wir haben jetzt hier unseren ersten Dungeon. Und da erwartet uns, glaube ich, sogar direkt ein Feuerboss-Gegner, wenn mich nicht alles täuscht. Wird interessant. Heute mal wieder eine Aufnahmesession, wo ich zwei Videos aufnehme, damit ich meine Vorproduktion hier hinkriege. Oh ja, da ist ein Feuergegner. Wen haben wir denn da? Einen Eindringling? Das hier ist ein Tatort-Eindringling. Ich werde mich, dich im Auftrage der Wachbrigade festnehmen. So, hey, what the fuck? Ja, geil, was ist das denn? Aha. Mit solchen schmutzigen Tricks wird hier also gespielt in Polaris. Ich verstehe schon. Einfach mal in den Kampf reingezogen werden. Das ist ja sehr nett. Ja, ohne Prisma gehe ich aber ganz sicher nicht in einen Feuerbosskampf rein. Das könnt ihr vergessen. Was glauben die eigentlich, wer sie sind? Ach, guck mal, der Gehilfe läuft weg. So, ja, jetzt sehen wir schon mal eine Änderung, wenn man das so sagen kann, die hier im Polaris eintritt. Die Gegner werden jetzt deutlich nerviger sein. Ne, was ich eigentlich sagen wollte, die Gegner werden deutlich weniger Leben haben als noch in Chrysalis. Haben dafür aber andere Werte, wie zum Beispiel mehr Schaden oder mehr kritisch, was die jetzt hier raushauen. Das ist jetzt so die Besonderheit daran. So, ach verdammt, jetzt habe ich die Feuerklinge weggeklickt. Ich bin ein bisschen unkonzentriert irgendwie gerade. Ich weiß nicht warum, aber ich hoffe mal, das wird sich gleich noch legen. Oh, der sabotiert uns ja richtig. Aber das Prisma ging trotzdem durch. Okay, dann gibt es jetzt erstmal eine große Fülle an Klingen. Ja, mein Geschirrspüler ist heute, also am Mittwoch. Wenn das Video hier kommt, ist ja schon Montag. Mein Geschirrspüler ist jetzt angekommen. Heute der Tag, wo ich das aufnehme, am Mittwoch. Ich bin so erleichtert. Es funktioniert alles wunderbar. Und ich kann jetzt wieder ganz normal mein Geschirr einfach da reinstellen und es dann wieder sauber da rausholen. Das ist wirklich eine große, große Erleichterung, weil, ja, von Hand abwaschen war nichts, was ich gerne gemacht habe. Nein, nein, nein. Kolossal haben wir schon mal hier. Die waren auch voll schnell da. Das war schon wieder so eine seltsame Aktion mit so einem riesigen potenziellen Lieferzeitraum. Von wegen so, ja, 13 bis 18 Uhr. Toll. Aber tatsächlich waren sie schon vor 13 Uhr tatsächlich sogar schon da. Also das ging wirklich schnell. Da ist unser Stabzauber, den werden wir gleich noch brauchen für die minus 45. Die müssen auf jeden Fall weg. Oh, der Typ hat sogar... Alter. Ja, okay. Wie wir sehen, geht's hier richtig ab in Polaris. Ja, der Typ hat sogar eine dunkle Nova sich da beschworen. Ist auch ganz erfrischend, mal neue Kampfmusik wieder zu hören. Ja, das ist richtig bescheuert jetzt. Eigentlich müssen wir jetzt fast schon darauf hoffen, dass wir den Waffenzauber bekommen. Damit die beiden minus 45er weggehen. Oh, er hat es geschafft, den Schatten zu verstärken. Und jetzt greift er auch an.
Und 2000 Schaden kriegt er selber. Das ist auch nicht schlecht. Ja, Luna kommt mit den kalten Temperaturen schon deutlich besser zurecht, wie man sieht. Oh, es ist so schön, dass die Elfenfee 700 heilt. Einfach nur mega. Feuerklinge erstmal. Ich habe überhaupt gar keine Vorstellung, wie viele Verstärkungen wir jetzt brauchen. Eigentlich ja deutlich weniger als in Chrysalis. Weil der Typ hat nur 10.000 Leben, in Anführungsstrichen. Boah, das hat verdammt viel abgezogen. Aber wir kriegen es direkt zurückgeheilt. Schön. Ah, wir haben sogar zwei Stabzauber. Damit können wir die beiden minus 45er Klingen loswerden. Optimal. Der Typ schützt sich weiterhin. Bumm. Und noch ein zweites Mal, dann können wir direkt angreifen. Boah, der hat schon wieder zwei Schattenpips. Ich weiß gar nicht, ab wann die anfangen, auch die Düstermoor-Zauber zu benutzen. Also in Polaris definitiv noch nicht. Aber ich glaube, ab Mirage könnte das passieren. Auf jeden Fall benutzen die Gegner dann auch besondere Zauber. Gibt es eigentlich ein neues Event? Ach ja, stimmt. Gibt es. Nämlich die nächste Stufe von diesem, wie heißt es, Dankbarkeits-Event. Also wo man da im Kronladen nochmal extra Zeug bekommen hat, je nachdem wie viel Kronen man dort da gelassen hat. Das können wir uns gleich nochmal angucken. Da muss ich zwar wieder in den Browser reingehen, aber ist ja nicht so schlimm. Ja, jetzt hat der Typ ja sogar nur noch 8000 Leben. Sollte also kein Problem darstellen. Ja gut, jetzt sowieso nicht. Kritisch. Damit ist er auf jeden Fall besiegt. Wobei die jetzt hier natürlich auch mehr Block haben könnten. 36.000, viel zu viel. Selbst der normale Schaden hat gereicht. Das wirst du bereuen, Eindringling. Ich werde mir dein Gesicht merken. Vor allem deine Nase, die ja genau in der Mitte ist. Oh, noch ein zweites Kartenspiel mit einem zusätzlichen Pip. Das können wir mal in unser Hauptkartenspiel ausrüsten. So, pass mal auf. Wenn ich jetzt das hier ausrüste, dann müsste das doch... Müsste der mich doch fragen, ob ich die übertragen will. Nee, will er nicht. Ach. Ah, jetzt. Das ist so seltsam. Aber jetzt hat er das... Postkartenspiel übernommen. Ach. Ich werde aus diesem Ding nicht schlau. Alle Zauber entfernen. Warum fragt er mich das beim Bosskartenspiel, aber bei dem anderen nicht? Aus welchem Grund? Da muss ich es halt manuell machen. Also Stabzauber weg bis auf einen, die beiden weg, die Klingen weg bis auf eine, die Feuerklinge weg bis auf eine, Elementarklinge zweimal. Kolossal zweimal, dann Feuerklinge zweimal. Und dann Meteoriteneinschlag einmal, Feuerdrache einmal. Und was denn noch? Einmal den Satyr, man weiß ja nie. Neu mischen, selbstverständlich. Und die Geschäfteklinge zweimal. Dann sind wir hier eigentlich durch. Und Feuerkessel.
Ne? Oh. Kartenspiel ist sogar größer als unser Hauptkartenspiel. Das sollte eigentlich nicht so sein. Was ist denn da mehr drin? Ach, die Elementarklinge. Ja gut, dann nehmen wir die halt wieder raus. Ja, stimmt schon. Eigentlich reichen die zwei Klingen, die wir hier so haben, aus. Plus Klingensturm und das Ding. Also reicht auf jeden Fall. Dann werden wir das ursprüngliche Hauptkartenspiel jetzt mal umbenennen wieder in das Goldkartenspiel. Und dann ist das hier ab jetzt unser Hauptkartenspiel. Und dann haben wir auch hier einen zusätzlichen Pip zu Kampfbeginn. Das ist doch auf jeden Fall mal ganz praktisch. So, bevor wir jetzt weitermachen, gucke ich mal kurz, was das jetzt hier ist. Für ein Event. Erstmal nach dem Celestia-Set wieder gucken, aber das ist bestimmt nicht da. Nee, natürlich nicht. So, kommen wir zu den Belohnungen in dem neuen Event. Das seht ihr jetzt nicht, aber ich werde es euch vorlesen. Gut, man bekommt bei 100 Kronen ein Elixier des dreifachen Animus, bei 200 Kronen ein Mega-Kampf-Elixier, bei 400 Kronen mal wieder ein Mega-Futterpaket, oh, bei 800 Kronen ein Monstronomicon und bei 1600 Kronen ein Schlunderhaustier. Cool. Kann sich sehen lassen, gerade das Monstronomicon ist auch cool, weil das muss man ja normalerweise hier für 2500 Kronen kaufen. Und wenn man das dann einfach so hinterhergeschmissen bekommt, dann ist das doch auf jeden Fall eine Alternative. Sehr, sehr schön. Was ist denn hier für ein Wein ausgelaufen? Ah ja, jetzt sind wir natürlich wieder hier gespawnt. Schatzsucher Finn hat noch keine Quest. Ja, stimmt. Da fällt mir ein, ich wollte eigentlich noch die Obeliskenkugel suchen. Die letzte, die uns noch fehlt. Das Ding ist, die ist ja in der Alcazar-Ruine und da ist jetzt nicht so viel Platz, wo man da was verstecken könnte. Deswegen frage ich mich die ganze Zeit, wo die wohl ist. Sicher kommt Clouseau später noch einmal vorbei und nimmt mich in die Mangel. Aber sein Gesichtsausdruck war die ganze Sache wert. Dann bist du wohl ein Freund von Ivan, hm? Oh, du bist ihm noch nie begegnet. Nicht auf die Wachbrigade. Ivan ist der beste Oski, den ich kenne. Ihn trifft keinerlei Schuld. In Wahrheit sind die Inspektoren schuld. Sie haben ein paar unschuldige Pinguine verprügelt und Ivan ging dazwischen. Sie haben 10 Wachmänner gebraucht, um ihn zu bändigen. Sie haben ihn in die Bastille gesperrt. Das machen sie mit jedem, der aus der Reihe tanzt. Sie quetschen die Leute da rein wie die Ölsardinen. Hör mal, du willst Ivan helfen? Da du nicht mit der Wachbrigade im Boden stehst, werde ich dir einen Tipp geben. Sprich mit der Roten Rosa bei Schnäuzchens Druckerei. Schnäuzchens Druckerei. Bevor wir das aber machen, will ich jetzt tatsächlich mal nochmal hier kurz nach Chrysalis gehen. Ich will diese letzte... Ne, warte mal, fehlt ja immer noch eine. Sardonyx? In Sardonyx fehlt noch eine Obeliskenkugel. Wo ist die denn? Also in der Alcazar-Ruine kann man sich das ja irgendwo noch vorstellen, wo die eventuell sein könnte. Ich vermute mal in einem der Dungeons. Aber in Sardonyx? Keine Ahnung. Ich flieg mal kurz hin. Wir gucken uns das mal kurz an. Vielleicht finden wir sie ja, weil die Quest ist eigentlich relativ cool. Da kriegt man dann am Ende so einen schönen Einblick in die ganze Lore von Wizards 101 so ein bisschen. Oder was heißt denn die Lore? Man kriegt einen Einblick in die Prophezeiung. Von der ja immer so schön gelabert wird, von wegen hier, der Himmel, der Spiegel wird brechen und so weiter und so fort. Das kriegt man dann da zu hören. Deswegen gehen wir mal. So, ich habe gerade Sardonyx mit der Konda-Wüste verwechselt. Alcazar-Ruine erstmal. Ja, wo könnte hier eine Obeliskenkugel versteckt sein? Ich habe hier schon mal nachgesucht. Ich habe, glaube ich, sogar schon mal offscreen danach gesucht. Aber irgendwie habe ich sie nicht gefunden. Dabei kann die doch eigentlich gar nicht so schwer versteckt sein. Warum sind hier eigentlich so viele Leute? Was ist denn hier los?
Hier steppt echt der Bär. Die ist bestimmt auf einer der Inseln da oben. Oder bei einem der Türme, besser gesagt. Ach nee, da hinten ist sie. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Aha. Okay, das ging jetzt schneller als erwartet. Dann fehlt nur noch die Obelistenkugel in Sardonyx. Ja komm, die können wir jetzt vielleicht noch kurz suchen gehen. Die wird doch wohl irgendwo sein. Die Sache ist die, eigentlich kann sie gar nicht in den Dungeons sein, weil da habe ich doch alles abgesucht, oder? Wo könnte die sein? Die könnte hier hinten irgendwo sein. Die könnte in dem Gebäude drin sein. Was hat denn die für eine Farbe? Gelb. Eine gelbe Obeliskenkugel. Oh, schön, hier hinten ist Sternstaub. Oder Kometenschweif, besser gesagt. Eine gelbe Obeliskenkugel. Wo zum Teufel wird die wohl sein? Einen Moment mal. Ezekiel hat sich kurz hierher teleportiert. Das ist dann übrigens der Raum, wo wir die Obeliskenkugeln hinbringen müssen. Und hier wird sich dann uns die Prophezeiung offenbaren. Wo geht's denn hier? Das wäre zwar ziemlich simpel, wenn der hier wäre. Die Kugel. Ne, die ist ja auch nicht. Meine liebe, liebe Obelistenkugel, wo steckst du? Das würde ich schon gern noch in der Folge jetzt hier fertig machen. Da kriegt man doch, glaube ich, sogar einen Trainingspunkt. Wäre schön, wenn man dieses Klavier hätte mitnehmen können. Leider nicht. Also hier oben ist sie... Warte mal, da hinten? Ne, das war bloß so eine Lampe. Wo zur Hölle könnte die noch versteckt sein? Also da ist sie nicht, das ist bloß eine Lampe, wie gesagt. Hier ist auch nichts. Gucken wir nochmal hier oben in dem Gebiet, das ist ja relativ klein gehalten. Aber die hätte man eigentlich sehen müssen, wenn die hier wäre. Nee, sieht nicht so aus. Definitiv nicht. Ich muss während den beiden Folgen dann gleich mal auf Toilette gehen. Merke ich gerade. Sonst könnte ich ein Problem kriegen. Moment mal. Ja, dann könnte sie vielleicht in diesem riesigen Gartenbereich sein. Ach Mann, ey. Ich muss das doch noch ungefähr in meinem Gedächtnis haben, wo die hier rumschwirrte, diese Kugel. Ich habe diese Quest aber auch ewig nicht mehr gemacht, deswegen weiß ich es überhaupt nicht. Ich habe hier überhaupt gar keinen Anhaltspunkt, wo die sich verstecken könnte. Also hier ist sie nicht. Hier in dem Bereich ist die auch nicht. Und hier außenrum? Nee. Auf keinen Fall. Ja, dann kann sie ja bloß noch entweder in diesem Hafenbereich da sein oder die ist halt wirklich in einem der Dungeons drin. Aber dann habe ich wirklich keine Ahnung, wo ich die übersehen habe. Dann werde ich aber mal ein bisschen googeln und dann das in der nächsten Folge einfach mal holen gehen, weil ich will wirklich diese Quest jetzt abschließen. Nebelholz liegt hier am Pier rum. Hier ist nix, hier auch nicht. War die nicht hier irgendwo? Ich kann das nicht glauben, dass die hier nirgendwo ist. Wo soll denn die gewesen sein? Sardonyx, ne? Ich bin im richtigen Gebiet, ja. Hä?
Okay, da muss ich googeln. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Ding ist. Okay, Leute, dann würde ich sagen, beende ich die Folge jetzt mal an der Stelle. Übrigens, ihr braucht jetzt nicht in die Kommentare schreiben, wo die ist, weil, wie gesagt, das Video kommt erst am Montag raus und ich nehme jetzt die Folge noch an dem Mittwoch davor noch auf. Also keine Sorge, ich werde in der nächsten Folge dann wissen, wo die Obelistenkugel ist. Ich gucke mir das jetzt mal ganz kurz an und dann holen wir die in der nächsten Folge schnell, machen die Quest fertig, weil die relativ cool ist und dann machen wir in Polaris weiter. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal.